Shalom, der Friede Gottes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde rund um das Terstegenhaus und rund um die Johanneskirche. Wir feiern Karfreitag 2020. Gottes Liebe zu uns ist unendlich groß. So groß, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Für uns Menschen ist Jesus am Kreuz gestorben. Darum feiern wir diesen Karfreitag im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Matthäusevangelium steht, dass Jesus am Kreuz laut aufgeschrien hat. Aus der jüdischen Tradition seiner Familie heraus hat er diese Worte aus Psalm 22 gerufen und in diese Klage stimmen wir an diesem Karfreitag mit ein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Voller Vertrauen falten wir die Hände und beten. Jesus Christus, dein Kreuz ist ein Zeichen des Leidens, ein Zeichen der Not, ein Zeichen des Unrechts. Und doch ist es nicht das Ende deines Lebensweges. Dein Kreuz ist für uns zum Zeichen der Hoffnung geworden. Dafür sagen wir dir Danke. Erbarme dich unseres Lebens. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Amen. Jetzt kommt die biblische Lesung für diesen Karfreitag, Ausschnitte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15. Sie brachten Jesus zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und die Vorübergingen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, der sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien.
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Liebe Gemeinde, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das soll Jesus am Kreuz laut geschrien haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Klage habe ich sinngemäß mehrfach in der letzten Woche in unserer Gemeinde in Klettenberg und in Sülz gehört. Da ist die 80-Jährige, die aus ihrem Leben erzählt. Ich brauche Begegnungen mit anderen Menschen wie die Luft zum Atmen. Darum bin ich so engagiert in unserem Seniorennetzwerk. Aber jetzt ist doch alles zu. Na gut, ich telefoniere viel, jeden Tag, aber die Begegnungen fehlen trotzdem. Die Umarmungen fehlen mir immer mehr. Und dann werde ich traurig. Ein 50-Jähriger erzählt: Meine Frau und ich, wir sind beide Freiberufler. Rücklagen haben wir fast keine und jetzt haben wir auch fast kein Einkommen mehr. Dabei wollen wir doch gut für die Kinder sorgen. Unser Leben fühlt sich perspektivlos an. Und eine 40-Jährige erzählt: Mein Vater war an Corona erkrankt. Er musste bald auf die Intensivstation. Innerhalb von ein paar Tagen ist er dort verstorben. Wir können noch nicht einmal meine Mutter in den Arm nehmen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Zeit sind viele Menschen auf der ganzen Welt mit großem Leid konfrontiert. Und dieser Karfreitag macht es uns möglich, dass wir miteinander dieses Leid aussprechen und gemeinsam aushalten. Denn Jesus hat sein Leben hingegeben für uns. Gott leidet mit uns mit. Aber Gott, warum verhinderst du dann diesen schrecklichen Virus nicht? Warum lässt du Krankheiten zu? Diese Fragen quälen manche von uns. Ich bin jetzt hier in unserer Johanneskirche. Über dem Altar hängt das scheinbar schwebende Kreuz. Dieses Kreuz zieht alle Blicke auf sich. Wenn ich in diesen Wochen in der leeren Kirche bin, kann ich dieses Kreuz kaum aushalten. Denn seit Aschermittwoch hat unser Küster Thomas Herse das Kreuz wie jedes Jahr für die Passionszeit und Fastenzeit umgedreht. Unser Kreuz ist nämlich ein Kreuz mit zwei Seiten. Es kann gewendet werden. Die eine Seite ist hell und strahlend und lebensvoll. Aber diese Seite sehen wir im Moment nicht. In dieser Zeit müssen wir die dunkle Seite des Kreuzes aushalten. Darauf ist Jesus als Lamm zu sehen. Obwohl Jesus unschuldig ist wie ein Lamm, lässt er sich kreuzigen. Warum er sein Leben opfert? Jesus will, dass wir ihm vertrauen. Selbst durch die tiefsten Tiefen des Lebens geht er mit uns mit. Auch in allem Leid, dass der Coronavirus verbreitet, ist Jesus an unserer Seite. Heute sehen wir nur die dunkle Seite des Kreuzes, die Karfreitagsseite. Und dennoch wissen wir, dass unser Kreuz zwei Seiten hat. Die helle Seite sehen wir jetzt nicht, aber trotzdem ist sie da. Manche sehen in dieser Corona-Zeit fast nur die dunkle Seite des Lebens. Aber das Kreuz, das wir alle gemeinsam tragen, das trägt Jesus mit uns zusammen. Jesus überwindet sogar den Tod. Jesus schenkt uns Leben in allem Leiden.
Amen. An diesem Karfreitag beten wir für Menschen auf der ganzen Welt, die unter dem Coronavirus leiden. Für alle, die am Virus erkrankt sind, für alle Sterbenden, für die Angehörigen von Verstorbenen. Gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Kriegsgebieten unter dem Virus leiden, für alle in den Flüchtlingslagern, für alle, die kein fließendes Wasser haben. Gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die an Einsamkeit leiden. Für alle, denen die Tage und Zeiten ohne Struktur verschwimmen. Für alle, denen Depressionen das Leben schwer machen. Gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die wirtschaftlich unter den Folgen des Virus leiden, für alle, die eine schwierige berufliche Perspektive haben, gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die jetzt für andere da sind und viel Kraft brauchen, in den Familien und Kindertagesstätten, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Praxen, Apotheken und Supermärkten, und bei politischen Entscheidungen. Gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Danke für alle Hoffnungszeichen, Gott. Danke für jede zwischenmenschliche Begegnung. Danke für jedes gute Wort, für jedes Nachfragen, für jedes Lächeln. Danke für jede gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Und in der Stille bringen wir dir, was uns bewegt. Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht freundlich auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden. Seid gut behütet. Amen.